Hallo Freunde, Hobbybastler und all diejenigen unter euch, die gerne mit Holz arbeiten. Bei diesem Video handelt es sich um eine Produktvorstellung. Das Video ist für die Menschen gedacht, die es interessiert, wie man aus dem Werkstoff Holz die verschiedensten Produkte herstellt. Für die unter euch, die gerne mit Holz arbeiten und all diejenigen, die es in der Zukunft irgendwann einmal vorhaben. Um diese Maschine soll es heute gehen, um die Abricht-Dickenhobel-Maschine der Firma Holzprofi Pichelmann aus Österreich. Diese Abricht-Dickenhobel-Maschine hat die genaue Typenbezeichnung FS41N. Bevor ich euch allerdings erkläre, wie diese Maschine funktioniert, für was man die überhaupt braucht, werde ich euch erstmal verraten, warum ich mir genau diese Maschine gekauft habe. Um das zu verstehen, müsst ihr einfach mich etwas näher kennen. Viele kennen mich, aber viele auch nicht. Ich erkläre es kurz. In einen einfachen Satz ausgedrückt, ja, ich bin kein Schreiner und ich bin auch kein Tischler oder sonstiges vom Beruf. Ich bin ein Elektriker. Das sagt schon mal viel über mich aus. Das heißt, ich habe den Beruf des Schreiners und Tischler nie gelernt. Allerdings hat mich das Arbeiten mit Holz schon immer brennend interessiert. Könnte ich nochmal die Zeit zurückdrehen, würde ich wahrscheinlich Schreiner oder Tischler vom Beruf wählen. Aber die gute Nachricht ist, selbst wenn man das nicht gelernt hat, kann man als Hobby-Schreiner oder Tischler trotzdem sich dieses Wissen aneignen. Und genau das habe ich getan. Ich sage mal innerhalb der letzten 2-3 Jahre. Das ging los, als ich hier dieses Grundstück gekauft habe. Denn hier auf diesem Grundstück befindet sich eine alte Stellmacherei. Stellmacherei nennt man eine Firma, die Pferdekutschen herstellt. Wahrscheinlich gibt es so gut wie gar keine Firma mehr, die Pferdekutschen herstellt, aber das hat man früher hier gemacht. Und da gab es halt auch Maschinen, die ähnlich der Maschinen sind, die ich jetzt hier bei mir in meiner neuen Werkstatt stehen habe. Allerdings musste ich feststellen, dass diese über 100 Jahre alte Maschinen, die in der alten Werkstatt stehen, in der Präzision und in der Bedienbarkeit und auch in der Ungefährlichkeit zu wünschen übrig ließen. Da ich ja nun aber trotzdem Gefallen dran gefunden habe und das ein oder andere Produkt hergestellt habe, ihr wisst das, hinter mir steht zum Beispiel eins, die Kaninchenvilla. Dazu kam noch die Nachfrage von euch, da gibt es ja enormes Interesse, das hätte ich ja nie gedacht, dass das so ist oder sein könnte, habe ich kurzerhand, das war Ende 2016, nach neuen Maschinen gesucht. Nun bin ich leider nicht vermögend und ich musste schnell feststellen, dass Profimaschinen, wie die, die ich euch heute vorstelle, ja schnell über 10.000 Euro und mehr kosten können. Da geht es teilweise erst los bei manchen Herstellern. Manchmal zahlt man auch 20.000 und noch mehr für eine Abricht-Dickenhobel-Maschine. Und da das für mich als Normalsterblicher ja definitiv nicht machbar war, habe ich letztlich weitergesucht und die Firma Pichelmann aus Österreich gefunden. Und siehe da, die Preise, die waren unschlagbar günstig. Die waren so günstig, dass ich meine Zweifel hatte, ob die Maschinen auch was taugen, weil die waren ja trotzdem Profi-Qualität angeblich und ja, aber vom Preis her deutlich günstiger. Ich rede von ungefähr 50% der Kosten, die man für vergleichbare Maschinen bei anderen Herstellern hat. Ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich gedacht habe, no risk, no fun. Und ich habe dann einfach, ohne mich großartig damit zu beschäftigen, mir eine Maschine bestellt. Und zwar war das eine 5-in-1 Kombi-Maschine. So wie diese hier sah die aus. Das ist eine Formatkreissäge mit Fräse, die ich euch auch irgendwann mal vorstellen werde. Und da war an der Seite noch diese Abricht-Dickenhobel montiert. Als ich dann in Österreich war, um meine 5-in-1 Kombi-Maschine zu bezahlen und auch die Lieferung sowas alles klar zu machen, musste ich leider feststellen, dass diese Maschine doch viel größer war, als ich das gedacht habe. Einer der freundlichen Verkäufer von dieser Firma Pichelmann hat mich gefragt, warum ich denn eigentlich eine Kombi-Maschine bestellt habe. Denn der Nachteil ist ja eigentlich ganz klar, wenn man mit der Abrichte arbeiten möchte, muss man die halt dementsprechend so hin herrichten, dass die anderen Maschinen nicht funktionieren und
Also eine Kombimaschine, da kann man nur an einer Maschine arbeiten und die anderen funktionieren in dem Moment nicht. Und da sagte er, besser wäre es doch eigentlich, wenn man eine Formatkreissäge für sich hat, vielleicht noch in Kombination mit einer Fräse und die Abrichtdickenhobel auch für sich. Und so hat man zwei Maschinen, an denen man unabhängig hin und her arbeiten kann, ohne dass man die Maschinen groß umstellen muss. Ja, von dieser Idee war ich sofort fasziniert und begeistert und von der Beratung auch. Allerdings war ja schon meine Maschine bestellt, die war auch schon produziert worden und die stand auch schon da. Aber die Firma Pichelmann hat nochmal beide Augen zugedrückt und gesagt, naja, was soll's, wir wollen ja zufriedene Kunden haben. Und dann haben die mir halt gesagt, wir können das nochmal ändern und wir machen das wunschgemäß getrennt. Zu der ganzen Aktion in Österreich gibt es auch ein Video. Ich hatte damals sogar meine Drohne dabei und da habe ich dieses Werk mal, oder nicht Werk, sondern diese Verkaufsstätte dort mal überflogen und auch so ein bisschen gefilmt, die Maschinen, die da noch so rumstanden. Da war gerade Tag der offenen Tür und da stand einiges halt zur Show. Abschließend möchte ich halt nur noch kurz zusammenfassen, warum ich euch das jetzt gesagt habe. Also ich war halt einer, der gerne professionell mit Holz arbeiten wollte. Ich bin sowieso jemand, der gerne eine Maschine kauft, die lange hält, mit der ich auch wirklich zufrieden bin. Dennoch wollte ich halt keine Unsummen ausgeben, wie das Schreinereien oder irgendwelche Profi-Werkstätten machen. Die investieren 100.000 Euro in einen Maschinensatz und das Geld wollte ich definitiv nicht ausgeben. Und weil ich so extrem begeistert von dieser ganzen Maschinensache und dieser Firma Pichelmann bin, möchte ich mich in Form der Videos, die ich jetzt zu diesen Maschinen mache, bei der Firma Pichelmann recht herzlich bedanken. Das soll es zum Einstieg gewesen sein. Jetzt erkläre ich euch, warum man eine Abrichtdickenhobel überhaupt benötigt. Die Abrichte- und Dickenhobelmaschine ist eines der wichtigsten Maschinen überhaupt, wenn man mit Holz präzise arbeiten möchte. Anhand dieses neuen Prototypen könnt ihr sehen, was ich mit präzise meine. Denn grundsätzlich bestehen ja meine Ställe aus einer Rahmenkonstruktion, die angefertigt ist aus verschiedenen Kanthölzern. Und das Ganze wird dann halt miteinander verzapft. Das ist dann auch ein anderes Thema. Dabei ist es enorm wichtig, dass diese Hölzer alle gleich dick sind, alle winklig sind, alle gerade sind. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann der Stall krumm und schief dasteht, die Spaltmaße an den Türen nicht passen, abgesehen von der optischen Sache. Wenn das nicht richtig glatt ist, sieht das auch nicht besonders schön aus. Wer von euch schon mal Holz gekauft hat, der weiß, wie das so in der Regel vonstatten geht, beziehungsweise wenn man da so durch die Regale läuft und so Hölzer aus dem Regal rausnimmt. Ich habe jetzt hier mal so ein Beispiel, so ein 58 x 58 mm starkes Kantholz in Sägerau. Sägerau bezeichnet man, wenn die Oberfläche halt nicht besonders schön aussieht. Da sieht man noch das Sägeblatt, wie das hier lang marschiert ist. Ja, wenn man Glück hat, findet man dann auch mal ein Kantholz, was in der längsten Richtung so halbwegs gerade ist. Allerdings ist das mehr eine Seltenheit. In der Regel sind diese Hölzer halt nicht gerade. Nicht nur, dass diese Seiten nicht unbedingt eben sind, sondern es gibt halt auch Kanthölzer, die sind ineinander so leicht verdreht oder die Winkel sind nicht rechtwinklig. Und das ist bei sägerauen Holz grundsätzlich der Fall. Ein sägeraues Holz zu finden, was wirklich richtig gerade ist, ist nahezu unmöglich. Das braucht enorm viel Zeit, da die ganzen Regale durchzusuchen. Dann gibt es allerdings die Möglichkeit, dass man einen Gang weiter in die nächste Abteilung geht. Da gibt es nämlich sogenanntes gehobeltes Holz. Da bin ich extra jetzt mal für euch gewesen und habe das Ganze mit der Kamera etwas festgehalten und war wieder mal erschrocken und schockiert. Einerseits über die Preise, weil das ist ja Wahnsinn, für so ein kleines Kantholz, knapp über 2 Meter, 2,40 Meter und 3 mal 3 Zentimeter, das kostet 5, 6, 7 Euro und mehr. Teilweise waren die Preise dann über 10 Euro für ein Kantholz. Das ist ja Horror, finde ich. Das Schlimme an der ganzen Situation ist, dass diese Hölzer, trotz dass die optisch erstmal gut aussehen, weil die gehobelt sind, trotzdem krumm sind. Also teilweise habe ich da gehobeltes Holz gesehen, das konnte man nur als Feuerholz verwenden. Und trotzdem wollte der Baumarkt, keine Ahnung, 6 Euro, 7 Euro für dieses krumme Holz haben. Ja gut, vielleicht braucht man für irgendeinen Spezialbau mal ein krummes Holz, keine Frage, dann ist das natürlich gut, wenn man sowas findet. Aber in der Regel, gerade in meinem Fall mit dem Stallbau, das ist einfach nicht zu gebrauchen und unbezahlbar. Also für so einen Stall, wie ich dann hier baue, so eine Kaninchenvilla, da gehen 30 Kanthölzer drauf. Und wenn ich für jedes
6, 7 Euro oder für die Dicken halt in dem Format teilweise 10 Euro für eins bezahle, könnt ihr ja schon mal ausrechnen, das sind dann halt 300 Euro nur fürs Kantholz. Tja, und deswegen gibt es eine Abricht-Dickenhobelmaschine für jeden, der halt selber seine Hölzer begradigen möchte, in einer bestimmten Dicke haben möchte und selber Einfluss auf die Oberflächenklette haben möchte, für den ist eine Abrichtdickenhobel das ideale Gerät. Eine Amateurmaschine kam für mich von vornherein nicht in Frage, denn wie gesagt, ich wollte gleich am besten die Perfektion haben. Allerdings muss man dazu sagen, ich vermute es, obwohl ich jetzt den Vergleich nicht habe, diese Maschine gehört zwar schon in die Profiklasse, aber das ist der Einstieg. Allerdings möchte ich auch behaupten, dass diese Maschine ja für die meisten Zwecke völlig ausreicht. Also ich habe bis jetzt noch nichts finden können, was mich irgendwie einschränkt oder wo ich sage, das hätte jetzt irgendwie besser sein können. Also ich bin vollkommen zufrieden und kann diese Maschine wirklich mit bestem Gewissen empfehlen. Mal kurz zur Erklärung, wie so eine Abrichte funktioniert, weil ihr seht jetzt hier schon mal einen großen Tisch. Der ist in dem Fall bei dieser Maschine auf jeder Seite der Fräswelle, die sich hinter diesem Schutz befindet, 90 cm lang. Sprich, von hier drüben bis darüber, der Tisch ist 1,80 m oder 1,81 m insgesamt lang. Das ist schon ziemlich ordentlich für so eine Abrichte. Es gibt halt auch ein paar Spielzeugabrichten, sage ich dazu, die haben bloß nicht mal 1 Meter komplett oder so. Da kann man nicht wirklich lange Hölzer abrichten. Also um 2 Meter lange Balken oder so abzurichten, braucht man mindestens 1,80 m Fläche. Eine Profimaschine unterscheidet sich von einer Amateurmaschine beispielsweise an dieser Breite des Tisches, in dem Fall 40 cm. Sprich, man könnte Bretter, die 40 cm breit sind, hier noch begradigen, aber habe ich noch nie gemacht. Also in meinem Fall ist das eigentlich schon zu breit. Wenn man diesen Schutz mal hochklappt, den kann man hier mittels Entriegelung, kann man den so rüberklappen, dann macht man das hier so fest. Dann sieht man diese Welle, diese Fräswelle nennt sich das. Und hier befindet sich, ihr könnt es bestimmt gut erkennen, ein Messer, das ist richtig, richtig scharf. Und nicht nur eins, wenn wir die Welle weiterdrehen, kommt das nächste zum Vorschein. Insgesamt sind hier vier richtig Rasierklingen, scharfe Messer verbaut. Beim Aufbau der Maschine musste ich schon Erfahrung machen, wie scharf so ein Messer ist. Ich habe bloß mit dem Finger kurz drauf gedipst und dann war gleich die Klinge komplett in der Haut drin. Ungefähr 3 mm drin, das hat richtig lange gedauert, bis es wieder aufgehört hat zu bluten. Die Maschine ist ein Jahr im Einsatz und nicht wenig. Ich habe sie wirklich jede Woche mehrfach, mehrere Stunden im Einsatz und die Messer sind immer noch fast wie neu. Also richtig scharf, es gibt nur an zwei kleinen Stellen eine minimale Kante schon drin. Das passiert, wenn man beispielsweise von diesen Tackerklammern, wo die manchmal so die Etiketten festklammern, wenn man die Tackerklammer nicht richtig entfernt oder gar nicht entfernt und dann geht Metall drüber, dann kann es passieren, dass die Messer eine Kante bekommen. Allerdings ist das normal, auch mit im Laufe der Zeit werden die stumpf und dann kann man die halt entnehmen, schärfen und es macht halt Sinn, wenn man einen zweiten Messersatz hat. Den habe ich mir jetzt nachbestellt, weil ich hatte noch keinen zweiten Satz, aber ich werde die bei Gelegenheit mal tauschen. So, jetzt nochmal zu dem Tisch. Die Seite vom Tisch, die ist fest. Die Seite vom Tisch, die kann man in der Höhe verstellen. Da gibt es hier an der Seite ein Schnellverschluss, wenn man den löst, hat man hier die Möglichkeit mit diesem Hebel den Tisch hoch und runter zu bewegen. Hier könnt ihr das sehen, der geht hoch und runter. Der maximale Unterschied zwischen diesem Tisch und auf der anderen Seite der Tischebene ist 5 mm in der Höhe, die man einstellen kann. Hier könnt ihr das sehen, 5 mm ist jetzt hier so ein Spalt entstanden. Allerdings habe ich diese 5 mm noch nie ausgereizt. Wenn ich fräse, nutze ich maximal 2 mm Distanz, um einfach die Messer zu schonen und das Fräsbild ist auch sauberer, wenn man nicht so viel abhobelt. Also wenn man richtig viel runterschrubben möchte von dem Holz, kann man schon mal die 5 mm einstellen. Für den Endschliff, sage ich mal, wäre es gut, wenn man maximal 2 mm einstellt. Ja, und vom Prinzip ist das ganz einfach, auch relativ ungefährlich, wenn man sich damit vertraut macht und die Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Ich zeige euch jetzt mal, was man mit dieser Abrichte macht. Also hier seht ihr jetzt zwei Latten, das sind einfache Dachlatten. Diese hier, die ist nicht abgerichtet, sägerau, und diese hier ist abgerichtet, sozusagen gehobelt. Damit man jetzt so eine sägeraue Latte, die vielleicht auch etwas Wölbung hat, ebnet und so glatt bekommt,
muss man diese Latte einfach auf die rechte Seite des Tisches legen. Wenn die Maschine an ist, wird die dann hier runtergeschoben. Ich habe mal den Schutz weggemacht, damit ihr das jetzt sehen könnt. Und dadurch, dass dieser Tisch tiefer ist als diese Seite, die Messer übrigens sind auf derselben Höhe wie diese Seite, wird automatisch die Unterseite der Latte abgefräst. Weil die Welle dreht sich, klar, und dadurch wird das Ganze begradigt. Das Coole an so einer Abrichter ist nicht nur, dass man die Oberfläche erstmal gerade bekommt, sondern dass man die verschiedenen Seiten auch in einen bestimmten Winkel anpassen kann. Also in den meisten Fällen muss ich das ja exakt 90 Grad haben, damit auch der Rahmen, wenn ich jetzt ein Eckprofil habe, wirklich im rechten Winkel steht. Weil wenn ich das jetzt nicht exakt 90 Grad habe, was bei den sägerauen Brettern in der Regel der Fall ist, dann ist das Ding krumm und schief, der Stall, und das sieht dann nicht schön aus. Und damit das Ganze rechtwinklig wird, gibt es hier einen sogenannten Anschlag. Und den kann man verstellen, wie man das möchte. Hier ist so ein Verschluss. Dann ist hier diese Skala zu sehen. Und dann kann man den, wenn man will, bis 45 Grad verschieben. Nachdem ich die eine Seite gefräst habe, könnte ich jetzt diese gefräste Seite an diesen Anschlag anlegen. Und wenn ich jetzt hier drüber fahre, wird automatisch diese Seite im 45 Grad Winkel abgeschrägt. Diese Abschrägung benötige ich beispielsweise bei den Stellen, die eine Dachneigung haben. In dem Fall 5 Grad, exakt 5 Grad. Und ihr könnt es jetzt hier sehen, dass dieses Profil, also hier hinten dieser Abschluss, auch 5 Grad abgeschrägt ist. Das ist wichtig, damit das spätere Dach wirklich bündig aufliegt und nicht, dass dann irgendwie so ein Spalt entsteht, weil meine Ställe sind ja gedämmt, das wisst ihr ja, und das macht halt nur dann Sinn, wenn wirklich der Stall dann auch dicht ist. So viel zur Theorie. Besser ist es allerdings, ihr seht das mal in Action. Ich habe jetzt hier diese 4 Kanthölzer, sind es 4, ja, 4 Kanthölzer, und da werde ich jetzt diese und eine von den daneben liegenden Seiten abrichten, sodass das halt erstens eben ist und zweitens auch rechtwinklig. Ich habe ja schon mal ein kleines Beispiel, das ist schon abgerichtet von allen Seiten. Wenn jetzt zwei dieser Seiten rechtwinklig sind und extrem eben sind, werden die anderen zwei Seiten, die gegenüberliegenden, nicht mehr mit der Abrichte begradigt und gefräst, sondern mit der dicken Hobeleinrichtung. Man könnte sich eine Abrichte kaufen und zusätzlich eine dicken Hobelmaschine. Allerdings aus Platzgründen habe ich mich für eine Kombimaschine entschieden. Das heißt, man kann jetzt aus dieser Abrichte eine Dickenhobelmaschine innerhalb kürzester Zeit transformieren. Dazu wird als erstes dieser Messerabdeckschutz, den man übrigens anpassen kann. Das ist klar, je nachdem wie weit ich von dem Schieber weg möchte und auch wie hoch oder wie tief, also wie dick das Holz ist, kann ich den hoch und runter schrauben. Und ich kann den hier mittels diesen Schnellverschluss einfach zur Seite klappen und arretieren. Als nächstes löse ich auf der rechten Seite des Tisches diese Schraube, drückt die nach innen und dann kann man diesen Tisch nach hinten klappen. Hier gibt es so eine kleine Sperrfunktion, das rastet dann ein. Somit ist dieser Tisch fixiert und kann nicht versehentlich wieder runterklappen, weil nichts wäre schlimmer, glaube ich, als wenn der Finger oder die Finger hier gerade sind und der Tisch runterklappt. Die sind dann wahrscheinlich ab. Apropos ab, also diese Abrichter wiegt knapp 400 oder glaube ich sogar über 400 Kilo. Also das ist nicht zu unterschätzen, auch wenn man die sich liefern lässt. Man muss halt irgendwie zusehen, dass man einen Gabelstapel hat. Das war bei mir ein Riesenproblem, das Ganze hier reinzukriegen, aber letztlich habe ich es ja hingekriegt, seht ihr ja. Auf der anderen Seite gibt es auch diesen Verschluss und dann kann man diesen Tisch auch hochklappen.
Der arretiert genauso wie die rechte Seite. Jetzt seht ihr hier nochmal diese Welle, die liegt jetzt komplett frei. Und hier ist so eine Welle mit so einem, ja, so einem Rillenmuster. Die dient dazu, dass das Ganze, was nachher hier reingeschoben wird, hier unten, dass das dann transportiert wird. Eine Transportwelle sozusagen. Das hier, das ist die Absaugung und die kann man jetzt geschmeidig nach oben klappen. Einfach so rumklappen. Klack, die rastet dann da drüben ein. Und ja, sozusagen ist das jetzt schon fertig. Also wir haben jetzt die Abrichtmaschine in eine dicken Hobelmaschine umgebaut. Diesen Absaugschlauch, den legen wir dann mal hier noch dahinter, dass er nicht stört. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier unten drunter befindet sich ein weiterer Tisch und der lässt sich in der Höhe mittels diesem Drehrad präzise verstellen. Dazu muss das Drehrad hier gelöst sein. Das kann man arretieren oder das kann man halt loslassen. Man kann es auch die ganze Zeit loslassen, weil der Tisch verstellt sich nicht von alleine, wenn der einmal eingestellt ist. An der Seite befindet sich eine Skala. Ihr könnt ja sehen, 23 cm ist die maximale Stärke eines Holzes, was man hier durchstecken könnte. Da mein Holz ja letztlich nur 5x5 cm stark sein soll, muss ich den Tisch jetzt hier erstmal hochdrehen. Das geht auch total leicht. Ihr könnt ja das sehen. Und da diese Skala ja jetzt nicht unbedingt exakt ist, gibt es hier an der Drehkurbel noch eine exakte Messskala und die geht auf die Millimeter genau, kann man jetzt hier einstellen, 51,4, 3, 2, man kann sogar Zwischenschritte einstellen. In meinem Fall war die Maschine schon so präzise eingestellt vom Werk aus, dass das wirklich passt. Also auf den Millimeter genau sind meine Hölzer in dem Maß, wie ich sie gerne hätte. So viel wieder zur Theorie. Jetzt seht ihr wieder die Praxis, wie das Ganze funktioniert. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Theoretisch könnt ihr jetzt mit diesem Wissen diese Abrichter-Dicken-Hobel-Maschine bedienen. Vielleicht mal noch ein paar praktische Einweisungen und ihr wäret in der Lage, diese Maschine zu bedienen. Wer sich so etwas kaufen möchte, der sollte wissen, das Teil wird mit Kraftstrom betrieben. Denn die Leistung beträgt 4000 Watt, also 4 kW. Kraftstrom nennt man diese Steckdosen, wo drei Phasen drin sind. Es reicht vollkommen aus, wenn man 1,5 Quadrat im Querschnitt Kabel verlegt. Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe 2,5 Quadrat genommen. Das Ganze wird mit B16 dreipoligen Automaten abgesichert. Ein FI-Schussschalter ist ein Muss. Und da habe ich den entscheidenden Vorteil, denn ich bin Elektroinstallateur vom Beruf. Also solltet ihr das nicht gelernt haben und euch auch nicht damit auskennen, lasst die Finger von der Elektrik. Besorgt euch in dem Fall irgendjemand, der sich damit auskennt, entweder eine Fachfirma oder jemanden, der es halt gelernt hat. Und der sollte euch dann halt dabei helfen, um sowas fachgerecht zu installieren. Die Maschine wiegt, wie gesagt, um die 400 Kilo. Die ist so schwer, die steht auch von alleine. Ich habe sie jetzt hier in dem Fall noch, weil der Boden nicht ganz gerade ist, mit solchen Klötzern ausgeglichen und habe sie dann halt im Beton noch festgeschraubt. Aber ich glaube, das mit den Festschrauben, das müsste man nicht unbedingt machen. Ich habe das gemacht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Maschine wird auch so präzise stehen, wenn man sie auf einen ebenen Untergrund stellt. Was habe ich jetzt nun für dieses gute Stück bezahlt? Ich habe mir extra nochmal die Rechnung rausgesucht, um das zu wissen, weil ich wusste es nicht mehr genau. Also wie gesagt, normalerweise geht es bei solchen Geräten in dieser Klasse ab 10.000 Euro los. Und ich habe gerade mal 3.290 Euro bezahlt. Das war der Listenpreis. Aufgrund der Tatsache, dass ich gleich mehrere Maschinen gekauft habe, ja, habe ich dann noch, glaube ich, nochmal 16% Rabatt bekommen. Also auf diesen Preis 16% Rabatt, sprich, glaube ich, um die 3.000 Euro hat mich die Maschine letztlich gekostet. Die Homepage von der Firma Pichelmann, die blende ich jetzt hier unten ein. www.holzprofi.com. Und alle die, die jetzt sofort, nachdem ich das jetzt hier erklärt habe, so eine Maschine kaufen möchten, die verweise ich gleich an diese Verkaufsseite.
www.online-kaufen.cc heißt sie. Dort findet ihr nicht nur Abrichten, sondern auch sämtliche andere Holzverarbeitungsmaschinen und Zubehör, wie zum Beispiel auch Absauganlagen. Auch die sind preislich aus meiner Sicht sehr günstig. Ich habe jetzt hier so eine Doppelabsauganlage, die habe ich auch bei Pichelmann gekauft, ist allerdings von der Firma Hans Schreiner, spielt aber keine Rolle. Für mich war entscheidend, dass das Ding gut saugt. Dank einem Kraftstrommotor mit der Leistung 2,2 kW saugt die auch wirklich ordentlich. Und hier könnt ihr das sehen, ist so ein Adapter. Da kann man sich aussuchen, möchte man diesen Schlauch öffnen, der zur Abrichtdicken Hobelmaschine führt, oder diesen Schlauch öffnen, der letztlich zur Kombimaschine führt. Ideal ist das allerdings nicht, muss ich jetzt dazu sagen. Besser wäre es, man hat zwei getrennte Absauganlagen. Einmal für die Sägearbeiten, weil dieser feine Sägestaub in der Hobelspäne vermischt, bewirkt halt, dass die Hobelspäne staubig ist. Ist ja klar. Denn wenn die jetzt nicht so staubig wäre, dann wäre die ideal geeignet als Einstreu für zum Beispiel Meerschweinchen. Und weil das so ist, habe ich mir überlegt, sobald es die finanzielle Lage wieder ein bisschen zulässt, werde ich mir noch eine kleinere zweite Absaugung kaufen, die nur für meine Säge halt da ist. Ja, die Absaugung hat irgendwas mit 400 Euro gekostet, glaube 409 Euro oder so. Und das Zubehör mit den Schläuchen etc., das hat nochmal um die 100 Euro gekostet, alles erträglich. Vom Rahmen, man braucht auf jeden Fall eine Absaugung, weil es entsteht eine Menge Späne. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, wohin mit der Späne. Das meiste landet bei mir im Ofen und einen großen Teil, trotz der Sägespäne, nehme ich für meine Meerschweinchen. Da packe ich dann immer noch ein bisschen Stroh oben drauf und das funktioniert super. Ja, ich glaube, es ist alles erklärt zum Thema Abrichtdickenhobel der Firma Holzprofi Pichelmann. Falls ihr von der Firma Pichelmann jetzt auch dieses Video gesehen habt, dann grüße ich euch ganz lieb und bedanke mich für die tolle Betreuung und für die tolle Beratung, die ich letztes Jahr von euch bekommen habe, und für die wirklich super Maschinen. Die sind klasse. Also ich bin nach wie vor begeistert und ich denke, dass die viele Jahre mich glücklich machen werden. Ich hoffe es zumindest, weil die Langzeiterfahrung habe ich jetzt natürlich noch nicht. Also ein Jahr ist jetzt noch keine Zeit für so eine Maschine. Die sollte mindestens 20, 30 Jahre treue Dienste leisten. In zukünftigen Videos werde ich euch ja öfters zeigen, wie ich irgendwelche Sachen produziere, herstelle. Und damit ich nicht jedes Mal erklären muss, wie man einen Balken abrichtet, werde ich auf dieses Video verweisen. Ziel ist sozusagen, dass meine Videos nicht mehr ganz so lang werden, wie das jetzt hier wahrscheinlich schon wieder. Das ist auch wieder sehr lang geworden. Aber dafür habe ich euch das jetzt mal ordentlich erklärt. Und ja, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, dem das wirklich eine Hilfe ist, weil er auch mal, so wie ich, vielleicht später professionell mit Holz Kaninchenställe bauen möchte oder was auch immer. Türen, Fenster, Schränke in allen möglichen Arten, Stühle, man kann alles selber herstellen, wenn man so eine Abrichte hat. Natürlich noch ein paar andere Maschinen dazu, aber dazu mehr in dem nächsten Vorstellungsvideo. In diesem Sinne sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.